Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Minecraft PlayStation 3 Tutorial. In dem heutigen Video geht es um keinen Glitch oder um keine Trophäe, sondern um zwei neue Tränke, also die sind mit dem neuen Update dazugekommen. Manche kennen die sicher schon, die anderen vielleicht auch nicht. Ich warte jetzt für die Leute, die diese beiden Tränke noch nicht kennen und ja. Also einmal ist es der Trank der Nachtsicht, mit dem man nachts viel heller sehen kann, fast schon wie tagsüber. Man muss ihn halt trinken und sieht dann alles halt viel heller. Und einmal Trank der Unsichtbarkeit. Ja, wie der Name schon sagt, man wird halt unsichtbar. Schleim. Geh weg hier jetzt. Man wird halt unsichtbar für andere Spieler und für Mobs auch. Und die wollte ich heute funktionieren. Außerdem, wollte ich heute funktionieren? Die wollte ich zeigen, wie die funktionieren. Und außerdem wollte ich euch noch die beiden Effekte von Redstone und Schießpulver mit jedem Trank zeigen. Und ja. Ich habe jetzt mal ein bisschen was gebaut. Das ist sozusagen ein unendlicher Brunnen, mit dem ihr die ganze Zeit Wasser kriegt, um die Flaschen zu füllen. Ihr braucht natürlich Glasflaschen, ihr braucht einen Braustand. Das braucht ihr, also diesen Kessel braucht ihr normalerweise nicht. Braustand ganz einfach per Werkbank zu bauen, hier bei der Werkbank und beim Ofen. Mit drei Pflastersteinen und einen Lohnstab, glaube ich. Genau, eine Lohnrute. Mit einer Lohnrute. Und hier in der Kiste sind die ganzen Rezepte, die wir heute brauchen werden. Oder fangen wir einfach mal an. Wir nehmen jetzt erstmal die Netherwarzen, füllen ja drei Flaschen mit Wasser, hauen die dann in den Braustand rein, zusammen mit den Netherwarzen. Also das sind noch ganz normale Wasserflaschen. Ihr kennt ja Netherwarzen, die sind ja meistens in den Netherfestungen. Sind die da, oder Nether, wie andere sagen. In den Festungen immer auf den Boden gepflanzt, auf so einen grauen Boden. Einfach abhauen und dann sozusagen pflücken. Die hauen wir einfach zusammen in den Braustand. Daraus kommen dann drei seltsame Tränke, die gar keinen Effekt haben. Aber das ist der Grundstein für die anderen Tränke, eigentlich für jeden Trank. Und ja, die Netherwarzen tun wir dann weg. Nehmen dann die goldene Karotte. Auch ganz einfach per Werkbank zu bauen. Bauen kann man jetzt nicht sagen, zu craften. Ganz normale 8 Goldklumpen heißen die, glaube ich, und eine normale Karotte. Goldklumpen sind auch ganz einfach zu brauen, sage ich schon. Heute habe ich aber Sprachfehler. Ganz einfach zu craften hier per Werkbank. Mit einem Goldbarren kriegst du 9 Stück. Und ja, die hauen wir mit den seltsamen Tränken, die keine Effekte haben, zusammen rein. Also die könnt ihr eigentlich die ganze Zeit drin lassen. Und daraus wird dann, wenn ich mich nicht irre, der Trank der Nachtsicht. Genau, glaube ich. Warten wir mal kurz ab. Ja, das dauert immer ein bisschen hier beim Braustand. Trank der Nachtsicht, genau. 3 Minuten lang wirkt dieser Trank. Ich nehme jetzt mal 2 raus. Ihr lasst dann einfach so viele drin, wie ihr haben wollt. Also wir lassen einfach einmal Trank der Nachtsicht drin. Aus dem Trank machen wir jetzt nämlich den Trank der Unsichtbarkeit. Dazu braucht ihr ein fermentiertes Spinnenauge. Auch hier per Werkbank unter dem Bereich Nahrung. Mit einem Pilz und Zucker könnt ihr ein fermentiertes Spinnenauge machen, also dieses Auge könnt ihr nur zum Brauen verwenden, das bringt eigentlich gar nichts. Das hauen wir dann mit da drauf auf den Trank der Nachtsicht. Und daraus wird dann der Trank der Unsichtbarkeit. Ich kann das euch gleich nochmal vorführen, wenn es dunkel wird, wie das Ganze aussieht, wenn ich den Trank der Nachtsicht trinke. Ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr geil und richtig geile Idee. Und Trank der Unsichtbarkeit, ja, was soll man dazu sagen, das ist natürlich auch mega hammergeil. Und da Trank der Unsichtbarkeit, genauso viele Minuten, 3 Minuten, ja. So, und jetzt kommen wir noch zu den Effekten von Redstone und von Cheesepulver. Ich zeige euch jetzt erstmal von Redstone. Ihr seht ja hier diese Balken bei den Tränken, diese hellblauen Balken. Und die Zeit sind 3 Minuten jeweils. Dazu hauen wir jetzt einfach mal oben, das geht mit jedem Trank, nur zu eurer Information, hauen wir oben den Redstone rein. Und Redstone hat halt den Effekt, dass ihr den Trank, also den Effekt von dem Trank nicht verbessert, sondern nur die Zeit verlängert, so lange wie der Trank wirkt. Und ja, warten wir noch kurz ab. So, ihr seht schon, jetzt sind es 3 hellblaue Balken und 8 Minuten, das ist extrem geil. Ja, das war der Redstone-Effekt und jetzt kommen wir zum Schießpulver-Effekt. Das geht auch mit jedem Trank, hauen wir einfach unten rein. Und daraus wird dann der Wurftrank. Ihr kennt ja sicher Wurftränke, die ihr auf andere Spieler oder Mobs werfen könnt. Wie ihr jetzt sehen werdet. Warten wir noch kurz. Ganz normal Schießpulver wird von Creepern fallen gelassen, wenn ihr die umbringt. Oder auch von, mittlerweile von Gas, glaube ich, aus dem Nether oder Nether.
Und da ihr seht schon Wurftränke, Wurftrank der Nachtsicht und so weiter und so fort. Zwar diesmal nur 6 Minuten. Ja, 6 Minuten, aber ist ja nicht so schlimm. Ich kann das schon mal gerade vorführen mit dem Trank der Unsichtbarkeit. Das sieht nämlich voll creepy aus beim Schaf. Also ihr werft es einfach, zack, ihr seht schon. Das sieht auf jeden Fall übertrieben komisch aus. Wir können das ja auch mal bei der Kuh machen. Wenn ich sie jetzt treffe. Ja, die wird komplett unsichtbar, gar nicht mehr zu sehen, nur zu hören. Und ja, ihr könntet natürlich auch auf andere Spieler werfen, die dann plötzlich unsichtbar sind. Oder auch auf euch selber. Ach, ich bin ja jetzt schon unsichtbar. Ja, und das war's eigentlich mit dem Tutorial. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde es am Ende dieses Videos, ist das richtig? Ja. Werde ich noch eine kurze Szene hinzufügen, wo ihr seht, wie das aussieht mit dem Trank der Nachtsicht, also nachts. Und ja, meine Videofrage an euch heute mal, ja, ist, ob ich euch zeigen soll, wie dieser, Fahrstuhl kann man sagen, ja, oder Aufzug gebaut wird. Ich kann ihn mal kurz vorführen. Drückt hier auf die Druckplatte, wird dann sozusagen hochkatapultiert. Ja, ist nicht ganz so einfach zu bauen, aber ich kann es auf jeden Fall zeigen. Es dauert so ungefähr 5 Minuten oder so. Ich mach's nochmal. Ihr seht schon, tak, 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 tak. Seid da oben. Auf jeden Fall extrem geil, kann ich auch mal zeigen. Und ja, das war's mit dem Video. Es wird gerade dunkel. Ich mache hier einfach einen Cut und spule vor, aber halt ohne Stimme dann. Damit ihr mal seht, wie das aussieht. Und ja, haut rein, Leute.